der Hexenmeister in die Glaskugel schaut, sieht er genauso viel wie der städtische Kämmerer beim Erstellen des Haushaltsplanes. Viel kann passieren. Oder auch nicht. Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus hat zumindest gut gerechnet, denn bei seinem Haushaltsplanentwurf bleiben 67.107 Euro übrig. Ja, wir können als Bürgermeister Mühling und auch meine Person als Kämmerer einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Wir haben einen geplanten Überschuss von rund 67.000 Euro zunächst erstmal ermittelt. Die Ertragsseite und auch die Aufwandseite schließen mit rund 29,8 Millionen Euro ab. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern eigentlich den größten Posten mit rund 58%. Unter den Steuern fallen hier die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeinanteil an der Einkommensteuer, die Umsatzsteuer etc. Auf der Aufwandseite haben wir den größten Posten die Transferleistungen. Unter den Transferleistungen sind die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage gemeint, die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung als auch Kosten im Sozialbereich. Glücklicherweise konnten wir den Haushalt auch jetzt so darstellen, dass wir ohne Steuererhöhungen auskommen, das heißt Grundsteuer A und B, als auch Gewerbesteuer, bleiben bei den derzeitigen Nebensätzen. Und bei den Gebühren können wir soweit zunächst erstmal aus Sicht der Verwaltung auch dem Rat vorschlagen, bei Wasser und auch bei Abwasser keine Gebührenerhöhungen soweit zu versehen. Bei der Abfallbeseitigungsgebühr können wir zunächst erstmal noch keine konkreten Zahlen ermitteln, weil uns hier noch die entsprechenden Abrechnungsunterlagen vom Zweckverband für Abfallbeseitigung noch nicht vorliegen. Wir hoffen aber allerdings, dass wir spätestens vom Zweckverband in der zweiten Novemberhälfte die notwendigen Unterlagen bekommen, um diese dann für die Gebührenkalkulation soweit zu verwenden. Im investiven Bereich schnüren wir ein Paket in Höhe von 8,3 Millionen Euro. Folgende Investitionen sind unter anderem vorgesehen. Einmal der Ausbau der Garbecker Straße. Es hat auch hier schon eine Anwohnerversammlung vor rund zwei Wochen stattgefunden. Dann ist des Weiteren geplant der Umbau der Parkanlage am Bruckner Weg. Im Feuerwehrbereich soll mit den Bauarbeiten zur Errichtung des Feuerwehrgerätehauses in Sanktusdien begonnen werden. Dann steht die Anschaffung eines weiteren Feuerwehrfahrzeuges als Ersatzfahrzeug an. Und diverse Ausrüstungsgegenstände, die entsprechend angeschafft werden sollen. In den Schulen ist an der Realschule der Umbau des Sonderklassentraktes mit den naturwissenschaftlichen Räumen vorgesehen. Und an der Grundschule in Beckum ist ein Neubau von Räumlichkeiten für die OGS vorgesehen. Auch hiermit wollen wir im nächsten Jahr beginnen. Des Weiteren in der Infrastruktur sollen noch Hochwasserschäden beseitigt werden und auch Schäden an den Waldwirtschaftswegen. Gerade für diese Hochwasserschäden haben wir vor zwei Tagen einen Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung bekommen über 100% Förderung. Alle Maßnahmen, wo wir jetzt eben halt keine Förderungen bekommen, seitens des Landes oder des Bundes oder auch des Kreises, stehen Kassenbestände zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen also keine Kreditaufnahme für diese Maßnahmen, für dieses Paket von 8,3 Millionen Euro soweit vorsehen.